Spanien steht vor einer Zerreißprobe. Immer mehr Regionen fordern mehr Autonomie oder wollen sogar die vollständige Unabhängigkeit von Madrid. Prominentestes Beispiel dafür ist wohl Katalonien. Die Region, die eine der reichsten Spaniens ist, machte weltweit Schlagzeilen, als sie sich nach einem Referendum 2017 für unabhängig erklärte. Madrid erkannte dies jedoch nicht an und es folgte eine schwerwiegende Auseinandersetzung. Wir schauen uns heute an, warum Katalonien überhaupt unabhängig werden will, wie es zu den Ereignissen von 2017 kam und wie der aktuelle Stand der Unabhängigkeitsbestrebungen ist. Katalonien ist eine Region mit einer langen Geschichte und einer ausgeprägten eigenen Kultur. Auch daher genoss es lange Zeit bis zum Spanischen Bürgerkrieg weitgehende Autonomie und konnte die meisten Angelegenheiten selbst regeln. Erst mit der Machtergreifung Francos 1936 wurde diese stark eingeschränkt und Katalonien wurde wieder stärker an den Zentralstaat gebunden. In der Erinnerung an die starke Machtunterdrückung während dieser Zeit liegt auch die Wurzel für die starken Unabhängigkeitsgefühle vieler Katalanen heute. Erst im Jahr 1978, mit dem Tod Francos, wurde der Region wieder der Autonomiestatus übertragen und die Region florierte im neuen demokratischen Spanien. Zusätzlich verabschiedete Madrid im Jahr 2006 ein weiteres Gesetz, das die Autonomie noch weiter stärkte. Die eigentliche Krise begann im Jahr 2010. In diesem Jahr traf das spanische Verfassungsgericht eine folgenschwere Entscheidung, als es Teile des katalanischen Autonomiestatuts von 2006 wieder aufhob. Das sorgte für großen Unmut in der Bevölkerung und es gingen direkt 1 Million Menschen auf die Straße. In ihrer Autonomie beschnitten, schaukelte sich so die Auseinandersetzung mit der spanischen Zentralregierung in den nächsten Jahren immer weiter hoch. Katalonien fühlte sich zudem von Madrid betrogen, da es mit ungefähr 20% der nationalen Wirtschaft einen Großteil der Steuereinnahmen für Madrid bereitstellte, im Gegenzug aber nach eigener Ansicht zu wenig Transferleistungen aus der Hauptstadt erhielt. So wurde bereits im Jahr 2014 eine erste symbolische Volksbefragung durchgeführt, welche zwar umgehend von der spanischen Regierung verboten wurde, aber trotzdem durchgeführt wurde. Über 80% der Teilnehmer stimmten dabei für die Unabhängigkeit, es nahmen allerdings von den 5,4 Millionen Wahlberechtigten nur ungefähr 2,3 Millionen teil. 2015 standen dann Regionalwahlen in Katalonien an, wobei die Separatisten hier mit großer Mehrheit gewinnen konnten, wodurch der Kurs nun noch stärker auf Unabhängigkeit stand. Der Höhepunkt wurde dann im Jahr 2017 erreicht. Für den 1. Oktober organisierten die Separatisten nämlich eigenmächtig ein Referendum, in welchem final über die Unabhängigkeit von Spanien abgestimmt werden sollte. Der spanische Ministerpräsident Rajoy erklärt aber bereits im Vorfeld, dass er das Referendum in jedem Fall verhindern wird, da es einen Angriff auf die institutionelle Ordnung in Spanien und Katalonien darstelle. Zudem fürchtete er auch, dass dies einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde und so andere spanische Regionen in die Unabhängigkeit folgen könnten. So kam es zu großen Auseinandersetzungen zwischen den Separatisten und der Polizei, die alles daran setzte, die Abstimmung zu verhindern. Es kam zu Ausschreitungen und Verhaftungen, doch auch die 4000 Polizisten, die Madrid am 1. Oktober nach Katalonien entsandte, konnten die Abstimmung nicht verhindern. So stimmten schließlich 90% der Wähler für eine Abspaltung. Es muss allerdings dazu gesagt werden, dass lediglich 43% der Wahlberechtigten an der Wahl teilnahmen, da das Referendum auch in Katalonien selbst nicht unumstritten war und viele die Abstimmung boykottierten. Die Separatisten unter Puigdemont und unterzeichneten aber trotzdem 9 Tage später eine formale Unabhängigkeitserklärung und die Abgeordneten stimmten am 27. Oktober für die Unabhängigkeit, auch wenn die Sitzung von zahlreichen Abgeordneten der Opposition boykottiert wurde. Doch die spanische Regierung schlug umgehend zurück. Nicht mal eine Stunde nach der Unabhängigkeitserklärung genehmigte der spanische Senat die Anwendung von Artikel 155 der Verfassung, der spanischen Regierung weitgehende Vollmachten über Katalonien gab. Daraufhin setzte sie die Regionalregierung ab, löste das Parlament auf und ordnete vorgezogene Neuwahlen an. Der katalanische Präsident Puigdemont konnte mit einigen Anhängern ins Ausland fliehen, alle weiteren separatistischen Politiker wurden allerdings festgenommen. Einige dieser wurden 2019 zu Haftstrafen zwischen 9 und 13 Jahren verurteilt. Doch wie ist der aktuelle Stand? Durch die Pandemie geriet das Thema etwas in den Hintergrund, weshalb an den katalanischen Feiertagen mittlerweile deutlich weniger Menschen für die Unabhängigkeit protestieren. Die Regierung in Madrid ging dabei auch schrittweise auf die Separatisten zu, begnadigte mittlerweile die verurteilten Politiker und führte in den letzten Jahren immer wieder einen konstruktiven Dialog mit der katalanischen Regierung. Trotzdem ist der Unabhängigkeitsgedanke immer noch tief verankert und man kann hier durchaus von einem Pulverfass sprechen, das jederzeit wieder explodieren kann. Im April diesen Jahres wurde so zum Beispiel aufgedeckt, dass mindestens 65 katalanische Politiker und Aktivisten mutmaßlich vom spanischen Geheimdienst über Jahre ausspioniert wurden. Das Ganze heizte den Konflikt wieder an und verschlechterte das Bild der spanischen Regierung in Katalonien wieder deutlich. Wenn ihr euch für weitere Unabhängigkeitsbestrebungen interessiert, kann ich euch sehr das Video über die schottische Unabhängigkeit empfehlen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao!